davon von dieser ganzen Situation, dass immer, das wurde richtig so auf mich drauf gedrückt, so. Ich muss mich kurz zusammenraffen. Das macht mich doch immer richtig. Das ist, als wäre es gestern passiert. Das war richtig schlimm für mich. Das ist ein richtiges Trauma. Ich denke manchmal bis heute daran und frage mich echt, wie können Menschen so scheiße sein? Auf jeden Fall, mir ging es zu dieser Zeit mega schlecht, weil ich Probleme zu Hause hatte und so. War richtig schlimm bei mir. Nicht nur mit Studium. Mein Studium musste ich selber bezahlen. Das war nicht wenig Geld. Das war wirklich, ich habe alles selber bezahlt. Ich hatte ein Auto zu der Zeit, weil meine Uni in Bielefeld war sozusagen. Ich konnte von zu Hause aus studieren. Ich musste aber trotzdem, ich sollte da eigentlich hinfahren. Und ich hatte einen Teilzeitjob. Und ich habe keine Unterstützung von Familie oder so bekommen, von niemandem. Ich habe das meinem Chef erzählt. Ich habe vor denen geweint. Ich habe denen meine persönlichsten Geheimnisse erzählt. Obwohl die so schlecht mit mir umgegangen sind, wollte ich trotzdem, dass die meine Lage verstehen, warum gerade alles so schief läuft. Haben die gesagt, nee, wir kriegen das hin und so, alles gut. Dachte mir so, ja, okay, super. Ich freue mich, dass ich eine Unterstützung habe. Dann am Ende habe ich mich dazu entschieden, woanders zu arbeiten. Ich habe mich dazu entschieden, auf eine Insel zu arbeiten, wo ich mehr verdiene und plus, wo ich abschalten kann, habe ich mir gedacht. Habe ich denen erzählt, habe gekündigt. Was haben die gemacht? Die haben das so umgedreht, dass ich die Hälfte von meinem Lohn bekomme, weil ich so eingeschüchtert war vor diesen Leuten, weil ich nichts sagen konnte. Auf einmal sitzt die ganze Familie vor mir. Was soll ich da noch sagen? Erinnerst du dich noch, was passiert ist? Ja. Cool. Ich habe so geheult, weil ich konnte nichts machen. Die haben einfach das Geld von mir komplett abgezogen, abgezockt. Und ich war am Arsch, Leute. Ich musste Uni-Gebühren bezahlen, ich musste Steuern bezahlen, ich musste Benzin irgendwie bezahlen. Und ich dachte mir nur so, alles klar. Die haben vor mir immer einen auf lieb und gut und nett. Wir sind gläubige Menschen, wir unterstützen alle. Wir helfen, wo wir können, allen Menschen. Einen auf den sagen, wir glauben an Gott, sagen die. Ich dachte mir so, alles klar, ihr glaubt an Gott. Also so wie ihr an Gott glaubt, kein Wunder. Also ich will nichts dazu sagen mehr. Aber wirklich. Wo ist dieser Kleber? Und das war wirklich ein Traum, weil ich wirklich geglaubt habe, das sind wirklich gute Menschen. Ja. Ist das für ein Pankleber? Und das haben die nicht nur mit mir gemacht, Leute. Das haben die mit vielen gemacht. Ist das für ein Pankleber? Ja, das ist für ein Pankleber. Mhm. Egal, Sis, du lernst aus solchen schlechten Menschen. Ja, ich natürlich, also ich sag euch ehrlich, das war eins der schlimmsten Sachen, die mir passiert sind. Und das Mädel, das gerade in meinem Livestream war, hat das alles mitbekommen, aber sie hat sogar noch ein bisschen dazu geredet, ne, dass es noch schlimmer wird. Ich will das jetzt auch nicht erzählen. Ich bin zu Besuch in Deutschland. Ja, ich habe ein neues Handy. Privet. Ich werde jetzt nicht weinen. War klar, dass ich bei denen einschleuse. Ich bin froh, dass ich einfach weg bin. Wenn ich daran denke, wird mir schlecht, Leute. Mir wird schlecht. Mir geht's richtig schlecht. Geht's unnormal schlecht gerade. Das ist wirklich richtig. Ich bin so ein Mensch, dass ich nehme mir Sachen sehr, sehr zu Herzen. Ich bin wirklich ein krasses Sensibelchen. Es ist noch mal schlimmer. Wisst ihr? Deswegen reagiere ich so auf so eine Situation. Ich verstehe dich, aber lass das gerade nicht zu. Ich versuche es nicht zuzulassen, natürlich nicht. Das war natürlich in Deutschland. Du hast alles richtig gemacht. Das Ding ist, ich habe einfach durchgezogen. Ich habe mir gedacht, egal, scheiß drauf, egal, was jetzt passiert, ich werde nicht mehr zurückgehen. Und ich bereue es auch nicht. Das ist für mich wirklich Katastrophe. Ich glaube, wenn ich in dieser Nähe, in diese Gegend komme, fange ich an zu weinen. Die bekommen das anders und doppelt zurück.
vertraue auf Gott. Ich vertraue sowas von auf Gott. Ich vertraue auf Gott. Deswegen ist mir scheißegal. Ich bin zwar dankbar für diese Situation, also ich bin dankbar dafür, dass für das, was mir angetan wurde, nach was ich da davon mittrage, weil jetzt weiß ich. Ich bin einen Monat hier. Вы живете в Германии или в России? Я живу в России. Die Leute, die Story war eigentlich nicht so, es, so wie ich es erzählt habe, war es nicht mal. Es war viel schlimmer eigentlich. Ich habe nicht mal alles erzählt. Alisa, Schluss. Hast du iPhone 15 geholt? Nein, ich habe iPhone 14. Навсегда, навсегда. Ja. Leute, jetzt habt ihr mich zum Brodeln gebracht. Ihr wolltet das unbedingt aus mir rauskriegen. Jetzt geht's mir nicht mehr gut. iPhone 14 ist mega. Ja, ich liebe dieses Handy. Das ist so super. Super. Ich bin richtig zufrieden. Danke fürs Erzählen. Ja, Leute. Bitte. Wo in Russland lebst du? Ich lebe in Barnaul, Altaiski Krai. Der Tschüss-Mädchen. Danke, danke. Leute, ihr müsst euch nicht so ihr müsst euch nicht bedanken dafür. Manchmal muss man Sachen rauslassen. Manchmal ist es gut, wenn man seine Gefühle rauslässt, auch wenn es lange her ist. Wie hast du Deutsch gelernt? Leute, ich lebe seit 20 Jahren. Ich habe 20 Jahre in Deutschland gelebt. Ich möchte mir auch eins holen. Ja, es lohnt sich. Ich finde, dass es sich lohnt, weil das Handy ist super. Mega. Ich bin da geboren. Cool. Barnaul ist eine richtig super süße Stadt, aber am meisten gefallen mir die Menschen in Barnaul. Die sind super. Die sind richtig nett. Die sind in Barnaul, ich bin da geboren. Also ich liebe Barnaul. Die Menschen sind super nett. Die Stadt, natürlich kann man nicht vergleichen mit Moskau, aber trotzdem. Ich komme auch aus der Nähe von Barnaul. Lebst du denn in Russland oder in Deutschland? Ich bin seit 20 Jahren in Deutschland. Oh, ich habe auch genau 20 Jahre in Deutschland gelebt. Nee, ich möchte nicht zurück. Heiße auch Alisa. Alle Alisas sind super. Alle Alisas, nicht alle, die ich getroffen habe, waren richtig cool. Aber die meisten Alisas, die ich getroffen habe, waren immer Bombe. Richtig tolle Mädchen. Immer Alisas, egal. Also wenn ihr mal eine Alisa trefft in eurem Leben, dann könnte ich sicher sein, sie ist mega. Mega cool, mega hübsch, richtig süß. Deswegen... Viele Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch, Russisch, Englisch, bisschen noch, also bisschen Türkisch, bisschen Spanisch und so. Aus Barnaul. Ich würde gerne in Russland ländlich leben und nicht in der Stadt. Ja, jeder wie er mag, ne? Manche Menschen mögen ja Dorfleben, deswegen sehe ich da kein Problem. Ich möchte nicht im Dorf leben. Ich habe bis jetzt in Russland keine Nicole getroffen. Das ist keine Ahnung.